Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein bisschen mal was vorbereitet. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe die Tonnen mal fertig gebaut und die mir reingestellt, dass ich hier drin Licht habe. Draußen ist es noch nicht ganz so wichtig. Das machen wir dann später nochmal. Ich kann den Hammer bauen. Den großen. Hab hier schon mal den Stump gebaut, hier schon mal die Moonshine Distill vorbereitet, die wir nach und nach mal hinsetzen werden. Hier ist die Reloading Bench und hier schon die Repair Bench vorbereitet in der Ecke. Und ich würde sagen, wir bauen mal die Reloading Bench. Bauen wir mal fertig. Ich habe keine Säge im Inventar. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen zu sortieren. Das ist natürlich noch nicht ganz fertig. Da werde ich noch ein bisschen mehr brauchen, Zeit brauchen und mir noch ein Konzept ausdenken. Aber wir fangen mal an mit der Reloading Bench. Sehr gut. Die ist jetzt fertig. Da können wir jetzt also Munition zukünftig herstellen. Dann können wir den mal hier wegmoven, denn hier sind meine ganzen Waffen und Munition drin. Aber das reicht nicht, habe ich gemerkt. Ich brauche da mehr Platz für. Aber ich wollte halt das hier da vorstellen. Hier drin kommt dann, ist jetzt hier schon mal drin, alles was ich brauche für die Munition her, hier rein. Ich glaube, ich nehme eine zweite Box hier neben. Ich brauche noch mehr Lagerkapazität, das wird niemals reichen. So, mal kommt hier noch ran. Hier der Waffenschrank quasi. Muss ich mir noch mal genau überlegen, vielleicht ein bisschen näher ran. Da kommt man noch ran, so sieht es ganz gut aus. Hier dann die Munition rein, die bleibt hier so stehen, damit hier keiner reinkommt. Und dann noch mal ein bisschen verteilen. Hier ist alles drin für Alkohol zum Produzieren, wenn es soweit ist. Genau, Stück für Stück kommt so. Ich habe hier auch schon einen kleinen Medizinschrank fertig, wo alles drin ist. Ah, der Rest ist noch nicht ganz fertig. Das kommt alles noch. Aber wir können jetzt auch. Ich schmeiß mal den Rest raus. Futter mal kurz was. Gönn mir mal eine Coke. Aus der Dose. Und brauche noch was zu essen, wie ich sehe. 77%, was haben die? Okay, da liegt noch eine Leiche. Jetzt 92, 93, die kann ich erstmal hängen lassen. Dann futtere ich erstmal das hier weg. Einen gönne ich mir noch. Und einen Schluck aus der Kanne noch. Dann ist er nämlich auch leer. Sehr schön, dann kann ich mir gleich nochmal was nehmen. Wagen hier, Brecheisen, ein paar Pfeile habe ich dabei. Ich stecke mir nochmal die zwei Sachen zum Essen hier ein. Spitzhacke lasse ich mal kurz hier. Wobei, die packe ich da ein, wo ich sie wiederfinde. Und zwar hier unten rein. Denn hier habe ich noch meine 10 Iron Ingots über. Kann ich mir jetzt den schönen Sledgehammer bauen? Wenn ich daran gedacht hätte, Low Quality Metal fertig vorzubereiten. Ja, das habe ich. Die habe ich wahrscheinlich alle verbraucht für die Gears, die ich mir gebaut habe. Das Problem ist natürlich, habe ich jetzt noch nicht alles wegsortiert. Um neben alles zu finden. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, ich habe jetzt genug. Nicht, dass ich jetzt alle für die Repair Bench verbraucht habe. Das wäre jetzt ja der größte Schwachsinn gewesen. Nein! Oh, man sieht, es ist nicht mehr so voll wie vorher. Ehrlich, nichts mehr habe ich hier nicht hin. Verdammt. Ich habe alles verballert, ey. Hier ist noch einmal. Hier sind nochmal zwei.
Oh Gott, hier sind schon mal drei. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ich sehe noch was drin ist. Nee, oh, oh, das sieht nicht gut aus. Ach, verdammt. Das ging ja mal richtig nach hinten los, ey. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Daraus kriege ich nur zwei. Daraus kriege ich einen, ne? Ja. Ach, verdammt. Fehlt mir echt einmal jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Ich habe alles leer gemacht mittlerweile. Sicher, dass ich nichts mehr habe? Ich muss es nochmal kontrollieren. Das kann doch nicht wahr sein. Echt gar nichts mehr. Oh, das Ärgerliche ist, ich habe dann später noch ein Zahnrad hier gefunden, was ich hätte benutzen können. Das heißt, ich hätte mir einmal schenken können. Das heißt, ich hätte mehr Metall über. Super. Ich gucke trotzdem nochmal nach, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber das sieht mir nicht danach aus. Leider. Also muss ich ernsthaft meine Axt nehmen und muss nochmal was abholzen. Das war jetzt so nicht ganz geplant. Salz habe ich noch ein bisschen. Nee. Und hier ist definitiv nichts drin. Okay, dann... wo ist die Axt? die muss ich mal kurz wiederfinden, natürlich, weil... da ist ja die 8% Axt, müssen wir einmal dafür nehmen. Die ist dann weg, dann habe ich nur noch die eine. Aber ich habe eine gefunden unterwegs. Ne? Ah, dann muss ich kurz losfahren. Das geht schneller. Das war so absolut nicht geplant. Ich habe mich völlig verdrängt, dass ich noch 4 Metallbarren für den Sledgehammer brauche. Hier beim Motel schnell was abbauen. Chill doch mal, Bär. Wir fahren mal ein Stückchen weiter. Ich möchte jetzt vom Bär nicht aufgegessen werden. Bär scheint weit genug weg zu sein. Ich hoffe, die Axt reicht, um es abzubauen. 0,4 gehen runter bis... Ah, könnte eng werden. Ich hoffe, es reicht. Für ein Auto. Na komm. Na. Wie viel habe ich noch über? Gar nichts mehr. Okay, es reicht auf jeden Fall, um den letzten Barren herzustellen. Lieber nochmal nachgucken, ob ich nicht was vergessen habe. So. Das war ja wieder was. Da ist der Bär ja wieder. Was ist der denn da eigentlich? Ja. Galoppier ruhig mal weg. Mach das mal. Hab ich mal eine Ruhe.
So. Dauert es da 30 Minuten, bis das geschmolzen ist. Vorher können wir den Hammer nicht bauen. Wir können ja ein bisschen sortieren in der Zeit. So, das heißt hier. Kommt jetzt mal alles rein, was munitionstechnisch anliegt. Da kann man nämlich eine ganze Kiste voller Munition reinkloppen. Dann kann ich hier alles an Waffen drin lassen. Fragments zähle ich mal als Munition. Dann kann ich nämlich auch die Speere und allen anderen Zeug hier reinkloppen. Und hier kommt dann die ganze Munition rein. Ich hoffe, das reicht. Mal gucken, was ich wo reinschmeiße hier. Hier soll eigentlich Ohr und den ganzen Kram rein. Erstmal sammle ich die ganze Munition weg, die hier noch rumliegt. Dann packe ich hier mal natürliche Ressourcen rein. Das heißt alles Steine, Federn, Stöcker und Co. Das kommt alles hier rein. Die Äste, hier Äste sage ich schon. Die kann ich mitnehmen. Kommen wir noch in die Waffen. Geschichte rein. Munition habe ich auch noch. Okay, so wie ich mir das vorgestellt habe, geht das noch nicht ganz. Dann gucken wir mal, alles was natürlich jetzt ist, nehme ich mal mit. Außer Baumstämme natürlich nicht. Kohle packe ich hier auch nicht rein, die packe ich woanders rein. Das geht hier alles raus. Das kann ich mir alles mal rausnehmen. Genau, hier können wir alles reinschmeißen, was gecraftete Sachen sind. Oder halt weiterverarbeitete Sachen in. Solche Geschichten halt. Nehmen wir mal alles raus hier. Blätter gehen hier auch raus. Genau, das heißt, hier kommt dann Bretter rein, Komponents. Die 10 brauche ich noch. Das auch. Äste gehen hinten rein. Zeit mal ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe, der Platz reicht wahrscheinlich nicht. Ich werde wahrscheinlich noch eine Menge brauchen, aber wenn wir erstmal ein bisschen Grundstruktur drin haben, ist das schon mal nicht schlecht. Guck mal, können wir nämlich die auch gleich rausnehmen. Hier wird der Platz für die Flaschen werden, für Trinken generell. Sehr gut. Theoretisch könnte ich doch auch die Kohle hier unten reinziehen. Ja. Okay, habe ich ein bisschen Firewood schon mal reingelegt. Zum Lagern. Muss nur aufpassen, dass es nicht so viel wird. Im ersten war das, ne? Genau. Vielleicht werden es auch beide Schränke, nehme ich mal ganz stark an. So viel wie das ist, was ich hier rumfliegen habe. Nähkit nicht unbedingt. Das auch nicht, das wird eine Autokiste. Muss ich mal noch einen Autoschrank eher gesagt, den wir nochmal machen müssen. Die erste ist ja jetzt fast leer. Dann nehme ich die erste Kiste als Werkzeugkoffer. Da schmeiße ich mal alles rein, was ich so an Werkzeug habe. Später auch nochmal sortiert. Hab hier ein paar mehr Sachen.
Okay, hier ist schon Werkzeug drin, das ist sehr gut. Ah, den nehme ich mal weg. Dauert eine Minute. Und den nicht mehr mit. Genau, schmeiß den Koffer mal hier raus. Das wird ein Autokoffer. Den packe ich. Was alles fürs Auto drinne. Theoretisch hier draußen klaut mir den ja hoffentlich keiner. Packen wir mal hier. Da kommt alles fürs Auto rein. Heißt die Spritkanister, die ich gerade nicht brauche. Autobatterien und da haben wir ja noch mehr Zeug von. Oben hier in meinen Schrank packe ich mal Klamotten rein, was ich nicht mehr brauche. Oder was ich aktuell nicht brauche. So, was haben wir hier noch? Achso, trinken. Ne? Hier wird der erste Schrank voll gemacht mit Trinken. Der Biosprit packe ich auch mal rein. Ich habe zu viele Speere über. Ja. Dann kommt der zweite Schrank, wird voll gemacht mit Essen. Erstmal. Ich muss das gleich nochmal ein bisschen richtig sortieren, wahrscheinlich. Weil, so wie das aussieht, wird ein Schrank mit trinkbaren Sachen nicht ausreichen. Ah ja. Es wird so langsam. Ich glaube, die 29 Minuten müssten jetzt auch mal langsam rum sein. Dann sortiere ich jetzt nur das mal schnell weg, was ich noch in der Tasche habe. Ja, Nähkit packe ich hier mal mit rein. Batterien auch erstmal mit rein. Den nicht, den brauche ich. Hier so als Notration. Zwei Speere mit dazu gepackt erstmal nach hier oben. Weil so viele Klamotten habe ich nicht, aber außerdem habe ich hier oben noch ein zweites Fach zum Lagern. Die Sawmaschine kann ich ein bisschen Holz legen. Kann ich dahin verteilen. Ohne Strom geht es ja eh nicht. So, den Ast nehme ich aber mit. Den brauchen wir früher oder später nochmal. So, kann ich jetzt den Sledgehammer mal bauen, bitte? Sehr schön. So, Sledgehammer kann gebaut werden. Anderthalb Stunden, na dann crashen. Gucken, ob das Ganze Mist endet. Nee, tut's nicht. Sehr schön, den Sledgehammer packe ich mir mal ins Inventar. Pizzacke. Spitzhacke ist hier. Und ich würde sagen, wie sieht's aus? Essen, Trinken sieht noch relativ gut aus. Habe ich unnötig viel im Inventar? Nee. Nur das Wichtigste. Zwei Speere unten. Für einen Notfall behalte ich die auch dabei. Wir nehmen mal den SUV. Und fahren mal in die Gegend hinter Motel. Da dürfte es jede Menge zum Abbauen geben. Und da fangen wir mal an, alles weg zu sledgen, was nicht festgenagelt ist. Dann muss ich irgendwo gleich hier hoch, ne? Okay, ich hätte hoch gemusst hier irgendwo. Hier ist wieder Herr Bär, der wieder Schiss kriegt, wenn ich auftauche mit dem Auto. Und hier links reinfahren wir dann. Wenn der Bär hier vorne. Sag mal. Wenn der Bär hier vorne. Wenn der Bär hier vorne ist, dann kann ich ja hier hinten in Ruhe hinfahren, alles wegkloppen. Hier dürfte ich ja alles jetzt wegkloppen können, wenn ich hier nicht schon war. Alles einsammeln und alles wegkloppen, was geht. So, Sledgehammer ist auf der 1. Fangen wir mal an hier. Wie viel Schaden nimmt der so? Das habe ich nicht ernsthaft mit der Hand gegengehauen, oder? Nimmt kaum Schaden. Dass man so beurteilen kann. 0,4% für ein Auto. Das ist sehr, sehr nice. Den kriege ich nicht kaputt. Mein SUV will ich nicht kaputt hauen. Das ist ja auch kaputt. Nee. Naja, wenn wir wieder mal draufschlagen, um zu gucken, was wir kaputt kriegen, kann nicht schaden. Aber, oh, ich dachte, hier wäre jetzt mehr zum kaputt machen.
Scraps nochmal. Na gut, dann fahren wir mal weiter. Hier war ja eine Menge. Fahren wir mal den Feldweg lang. Hier links war noch ein Camp. Ja, da machen wir uns auch mal hin. Zerstören. Tatsächlich kann ich zerstören. Habe ich hier vor der Haustür auch stehen. Oh, da ist noch so ein Wagen, sehe ich gerade. Den können wir bestimmt auch zerstören. Den holen wir uns auch gleich nochmal. Das läuft doch wie jede Menge Components und... Oh, die Stühle kann ich auch kaputt machen. Tische nicht, aber hier ist noch was zu essen. Nicht schlecht. Das haut mal gut rein. Also Components und Metal Scraps gibt es da jede Menge mal mit. Da ist noch ein Camp, sehe ich gerade, da war ich noch gar nicht. Okay, da waren wir jetzt mal hin. Hier ist, glaube ich, soweit alles weggeholzt, was geht. Jetzt haben wir kurz zurück. Zu dem Wagen. Ich den irgendwo gesehen habe. Warte mal. Hier ist das Camp. Da. Den hacke ich jetzt mal kaputt hier. Oh, da ist noch ein Haus. Okay, das machen wir nochmal schnell hier. Ne, den kann ich nicht kaputt hauen, oder was? Schade, ich dachte, den kann man kaputt hauen. Okay, wir fahren hier mal hin. Hier waren wir ja noch nicht. Und dann müssen wir einmal an dem Camp da vorbei. Und dahinter ist noch so eine Start-Respawn-Region. Und nochmal hin müssen. Mal an. Water Barrels. Da sind Lampen draußen, die kann ich mir mitnehmen. Kleine Blaubeere zum Aufessen. Ich glaube, hier muss ich mit dem Pickup aber nochmal vorfahren, wie es aussieht. Wir bauen jetzt erstmal alles ab. Gleich mal gucken, wie viel Schaden der Hammer genommen hat insgesamt. Wäre besser, wenn ich bedenke, dass die Axt 10% fast verbraucht hat für ein Auto. Hat er gerade mal 2,5 verbraucht für die 4 Autos plus den ganzen Rest. Also, das ist schon sehr ordentlich. Aber ich muss ja alles abholzen. Kann ich die nicht ganz kaputt machen? Ne, die anscheinend nicht. Alles, was hier steht, kann ich mitnehmen.
Auch wenn ich wahrscheinlich niemals so viel Wasser lagern werde, aber was ich habe, habe ich. Okay, hier ist nicht viel. Ist auch nur eine Hütte zum Wohnen. Ein bisschen Loot ist hier drin. Wir machen jetzt mal wie beim Sperrmüll. Wir stellen mal alles an die Straße hier. Dann brauche ich nämlich nur noch mit dem Pickup vorfahren. Und alles einsammeln. Ich hätte hier schon mal hingucken können, als ich mit dem Pickup unterwegs war. Naja. So ist das. Die nehme ich natürlich auch mit. Selbstverständlich. Stelle ich mir alles hier schon mal an die Ecke, dann brauche ich noch ein Pickup vorfahren und hier alles einladen. Gucken, was jetzt hier noch ist. Schade, dass ich diese roten großen Wagen nicht kaputt machen kann. Das wäre natürlich sehr nobel. Weiß, was die alles gegeben hätten an Ressourcen, an Mengen oder so. Naja. Könnte ich das eigentlich nehmen? Nee, bei dem kann ich nichts machen. Okay. Das ist so. Dann ab ins Auto und... Hier einmal querfeld ein. War das das Camp oder war das das? Ne, hier rechts ist keins, ne? Ne, dann war das. War das das? Ne, hier war ich. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Schalt mal kurz aus. War das das hier? Ja, ja, hier war ich. Okay, es sah so anders aus. Ja, da hinten ist es. Okay, dann sah aber trotzdem so anders aus. Aber das kann ich ja noch mitnehmen, sehe ich gerade. Nägel. Das ist natürlich auch ein Nobel. Ah, das ist schon cool. Hier ist sogar noch ein Rucksack-Upgrade. Ich bin begeistert. Ich bin voll. Ich muss erstmal kurz mein alles rüberräumen hier. Damit habe ich jetzt auch alle Plätze freigeschaltet. Im Rucksack. Ja, es gibt eine Menge Metal Scraps. Ich habe eine Menge Components. Da kann ich ja zu Hause einiges bauen. Das ist sehr gut. Auch wenn ich noch nicht weiß, wozu der Clay hier gut ist. Muss ich mal gucken. Okay, jetzt noch Sprit. Ich habe natürlich jetzt keine Spritkanne dabei. Die habe ich jetzt vergessen. Aber eine Axt gibt es ja nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Ja gut, das war der eine von den Türmen, die wir hier schon erkundet hatten. Aber ich würde sagen, wir machen auch... Boah, schafft das die Karre? Ja,
Ja, wenn ich nicht gegen Baum fahre, schafft sie das auch. Hier geht's gar nicht hoch, ne? Ja, ich sollte mich nicht beschweren, wenn ich jetzt den Wagen festgefahren hätte. Aber da höre ich schon wieder Hühners. Genau, hier habe ich ja mein Auto weggeholt. Hier laufen ein paar Hühner rum. Ich weiß gar nicht, ich muss wahrscheinlich per Falle fangen. Ich klopfe erstmal überall drauf rum. Da ist ein Hirsch. Psst, für den kriegen? Ein Fall reicht nicht. Jetzt habe ich drei verschossen. Aber wir können da drüben nochmal abbauen fahren. Toll, da war noch einer. Immer noch ein Hund. Nehmen wir. Waren wir da hinten eigentlich schon? Ich weiß, hier gab es ein paar Türme, aber waren wir bei dem jetzt auch? Ach, verdammt. Ja, bei dem müssen wir gewesen sein. Ja, ja, hier waren wir. Ja, genau, hier war die Schubkarre, hier waren wir gewesen. Okay. Egal, ich sammle trotzdem mal alles ein hier. Mach alles kaputt hier. Das lohnt sich auf jeden Fall richtig hier. Metal Scraps und Co. Jede Menge. Und so ein Auto, das nehmen wir sie auch noch mit. Gut, ich mache mich zurück zu meinem Auto. Ich fahre, glaube ich, gegenüber nochmal kurz hin und an der einen Hütte, wo man starten kann, wo man auch sich hier als Base einrichten kann. Und hack da auch nochmal alles kurz und klein. Und dann mache ich mich auch gleich nach Hause. Und da ist wieder so ein Hirsch. Befürchte nur. Ne. One shot down hier. Aber warte mal kurz. Ich hole mal kurz mein Auto. Ich fahre ein bisschen näher hin. Das war natürlich sehr nobel, muss ich sagen. Mach mal kurz hier die Lichter an. Motor bitte aus. Ich brauche dafür bestimmt eine Axt und ein Messer. Gib mir das mal mit hier ins Inventar. So voll wie ich aber gleich bin. Axt habe ich noch im Inventar. Axt habe ich im Inventar. Schieben wir mal alles rüber, was geht jetzt. Dass wir ein bisschen Platz hier drin noch bekommen. Den kann ich hier unten schieben. Clay haben wir stapeln. Äste haben wir auch schon. Blätter haben wir. Sticks leider nicht. Säge kann ich ja auch nicht stapeln. Wir haben Durst, das heißt, dann gönne ich mir das hier. Ich gönne mir so einen kleinen Riegel. Weil ich vermute mal, der Mist geht bestimmt gleich los. Das Huhn packe ich im Kofferraum. Denn ich hätte jetzt nicht mit gerechnet, dass wir hier allen Ernstes den Hirsch noch umnieten.
Knife. 6 Units Fleisch. Einmal Leder. Dann nur einmal Ding. Das dauert 4 Stunden. Und da haben wir den Mist. Da ist der Mist auch schon wieder weg. Jetzt wird es auch schon langsam dunkel. Sehr gut. 30 Minuten. Und aus dem Bein gibt es auch noch was. Nee. Gut, dann würde ich sagen. Der ist komplett leer gebatschert. Und ich mache mich jetzt nach Hause. Und bring das Zeug weg. Dann sag ich schon mal. Ich finde den Ausgang nicht. Nein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir mit unserem Hammer wieder alles kaputt hauen, was nicht bei 2 auf dem Baum ist. Und wenn wir alles leer looten, was nicht angeschraubt ist. Kurz bei den Banditen vorbei. Ja, wunderbar. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.